zur Deutschen Post. Und hier könnte sich bald einiges ändern. Und das hätte Auswirkungen auf Ihren Geldbeutel. Aber der Reihe nach. Würden Sie mehr Porto bezahlen für mehr Tempo bei der Zustellung Ihres Briefes? Der Verbraucher soll künftig entscheiden können, mit welchem Tempo sein Brief transportiert wird. Heißt, Sendungen, die schneller geliefert werden, könnten dadurch deutlich teurer werden. Bislang müssen 80% der Briefe innerhalb eines Tages da sein. Da muss im Verteilzentrum alles schnell und glatt gehen. Isabel Greuner war einen Tag lang dabei. Briefzentrum 10 in Berlin-Tempelhof. Es ist Rush-Hour. Post aus vielen Postfilialen und Briefkästen Berlins kommt jetzt hier an. Im Minutentakt werden fast 1 Million unterschiedlichste Briefe und kleine Warensendungen angeliefert. Sofort muss es weitergehen, besonders natürlich die ganz eilige Ware. Das sind die Express-Sachen, die dementsprechend so bezeichnet werden. Die werden oben von den Mitarbeitern aussortiert, werden dort gleich in die Expressstelle gebracht und dort wird die Post sofort bearbeitet. Da, wie gesagt, der Kunde dort mehr Geld bezahlt für die Wertpost-Expressstelle. Der Lauf aller Postsendungen muss ganz genau sitzen. In rund 3 Stunden müssen alle Briefe und kleinen Waren gestempelt und je nach Zielort präzise sortiert sein. Hier kommen dicke, kurze, dünne Briefe an. Dementsprechend werden die dort hier in die Eingabevorrichtung eingegeben. Dort ist ein Speicher, der sozusagen die Behälter transportiert, über die Lichtschranke drüber hinweg. Und dementsprechend werden die dort bearbeitet und sortiert. Manche Behälter wurden in einzelnen Postfilialen schon nach Größe und Gewicht geordnet und fahren auf dem Förderband einfach weiter. Für den Rest heißt es, abbiegen nach rechts und ab in die Briefordnerei. Hier trennen Mitarbeiter dann die ganze Flut. Große Briefe, kleine Briefe. Die Maxi-Versionen fliegen dann in hohem Bogen auf ein gesondertes Förderband. Auf dem rauschen den Mitarbeitern auch so einige Überraschungen zu. Das sind sozusagen Fundsachen, die in den Behältern 3 aus den Briefkästen kommen. Kuriositäten von Karten von der Krankenkasse, Fahrradschlösser, Portemonnaies. Wir hatten auch schon dementsprechend Kunden, die dann versehentlich Briefumschlag, den sie gerade von der Bank abgeholt haben, wollten eigentlich einen anderen Brief reinschmeißen und haben dann den Brief, wo die 3.000 Euro waren, das größte Beispiel, was wir hatten, heulend hier angerufen. Da mussten wir unsere Mitarbeiter auch, sucht mal mit und macht mal mit. Die haben wir so ja gefunden, die haben sich riesig gefreut. Also so finden sie die Kuriositäten, die sie, wie gesagt, versehentlich mit reinschmeißen. Und das kommt dann hier letztendlich an. Und manchmal sind die Funde auch ziemlich heikel und meldepflichtig. Dort wird die Polizei gerufen. Also wenn wir jetzt Briefe finden, wo schon akut bemerkbar ist, dass wie sie Drogen drin sind oder Gras, was riecht, was man schon von außen riecht, was in Mengen hier ankommt, wird mit der Polizei sich verständigt. Die Polizei kommt hierher, nimmt das Ganze auf dementsprechend und wird dann sozusagen von der Polizei weiterverfahren. Das hatten wir schon öfters. Aber nichts verdächtig. Und so werden die kleineren Standard- und Kompaktbriefe zur Stempelanlage weitergeleitet, um sich hier, logisch, ihren Stempel abzuholen. Wenn die Maschine denn will, mit 26 Jahren ist sie bisweilen ziemlich störrisch. Also immer mal wieder Neustart. Übrigens, auch Briefe können störrisch sein und brauchen deshalb eine Sonderbehandlung. In diesem dritten Fach befindet sich die Rejectpost, das heißt, die Post wird ausgeschleust, was die Maschine nicht erkennt. Als Beispiel, unsere Maschine ist noch nicht ausgerüstet für die Online-Briefmarke, die wir herausgebracht haben. Das ist zum Beispiel die PIN, das ist die falsche Firma, also das ist nicht die Post, sondern die PIN, mit schmeißt da auch raus. Und dementsprechend, hier fehlt die Briefmarke, nur als Beispiele. Waren jetzt mal 3 Beispiele, das wird hier rausgeschmissen, verschiedene von diesen Post, das wird nochmal per Hand nochmal aussortiert und nochmal nachgeschaut. Nebenan ist er das scharfe Mitarbeiterauge gefragt. Es gilt abzuschätzen, ob es die Maxi-Briefe durch die Stempelanlage schaffen oder nicht. Unförmige und dickere Postsendungen werden herausgeholt und müssen von Hand gestempelt werden. Die großen und unförmigen Exemplare sind jetzt ein Fall für Kurt, der noch jungen, hochmodernen Sortieranlage. Kurt ist der ganze Stolz der Mitarbeiter.
Hier kommt Kort. Hier kommt Kort. Seit der Geburt heiß ich Kurt. Hier kommt Kort. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kort. Wir haben sozusagen ein Verhältnis zu dieser Maschine aufgebaut. Eine der modernsten Maschinen, worüber wir sehr, sehr stolz sind. Und um uns damit so richtig identifizieren zu können, haben wir sozusagen dieser Maschine einen Namen gegeben. Wenn Ihnen bekannt ist, Frank Zander, hier kommt Kurt. Also zu diesem Text. Dementsprechend hat das eben original gepasst. Ganz fantastisch, hier kommt Kurt, ohne Helm und ohne Gurt. Also das war eigentlich das, was wir gesagt haben, das ist der perfekte Name dafür. Und das hat uns einen riesen Spaß gemacht. Kurt sortiert mit Hilfe des Strichcodes jede Sendung nach Postleitzahl und dazugehörigem Zielbriefzentrum, von denen es in Deutschland 82 Stück gibt. Alle anderen großen und kleinen Standardbriefe werden in dieser Maschine nach Zielorten getrennt und in den berühmten gelben Postkisten auf den dazugehörigen Gitterwagen gestapelt. Zum Schluss wird die fertig verarbeitete Post auf Förderbändern zu den einzelnen Abholstationen gebracht, wo Mitarbeiter schon auf die mehreren hunderttausend Briefe warten. Sie können so circa sagen, dass 1 Million eingeht und 1 Million auch wieder rausgeht. Wir sind bestrebt, jeden Tag diese Post rückstandsfrei rauszubekommen. Es wird bestimmt zwischenzeitlich auch mal natürlich schwierig sein, Post rauszubekommen. Aber meistens ist es der Fall, dass wir bis auf den letzten Punkt, also wirklich bis auf den letzten Punkt, arbeiten dran, dass die Post pünktlich rausgeht. 80% aller Briefe und Warensendungen müssen innerhalb eines Werktages beim Empfänger sein. So will es das deutsche Postgesetz. Im Berliner Briefzentrum haben sie ihr Bestes gegeben. Hier geht in jedem Fall die Post ab. Pünktlich. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.